Ah, kann ich immer noch. Dann wollen wir das doch auch mit ihr durchgehen. Ich fühle mich so schmutzig. Keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Hey Edna, du magst mich doch lieber als den doofen Elefanten, oder? Ich mag euch beide, Harvey. Hey Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Okay. Zu. Ja, Frage ist, wie willst du denn rauskommen? So viele Erinnerungen da draußen. Wie wär's mit rausgehen? So, das kann ich auf und zu machen. Super. Hey, Apokalypsur! Zeit für einen Ausritt? Er sagt nein. Was soll ich denn machen? Reden mit der Tür? Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Schlumpfige 6 bin ich schon. Juhu, one. Das halbe Jahr voll gemacht. Ich danke dir. Wie geht's dir denn? Das klappt so nicht. Was kann ich denn In jetzt? den Rahmen habe ich Runen zum Schutz vor Gnollen eingeritzt. Offensichtlich wirken sie nicht. Sonst wäre Alfred auf der Schwelle zu Asche zerbröselt. An manchen Tagen fühlte ich mich, als könnte ich die Welt aus den Angeln heben. Dieser Tag gehörte nicht dazu. Hallo Vergangenheit! Hast du mich vermisst? Mit ihren Tentakeln bestimmt. Das ist bereits meins. Kann man da nicht irgendwie. Ach, der kann zum Fenster raus. Rekursion ist ja eines der wichtigsten Handwerkszeuge eines Dramaturgen. Und deswegen fand ich es ganz neckisch, dass man zum Schluss des Spiels noch einmal eingesperrt wird und einen Ausbruch wagen darf. Und ähnlich wie Edna aus ihrer Zelle durch den Lüftungsschacht kriecht, missbraucht auch Harvey ja, die eigentlich nicht begehbaren Verbindungen zwischen Räumen hier für seinen kleinen Ausflug in die Freiheit. Viel Okay. Spaß dabei. Dann schauen wir doch mal. Ah, was gibt's denn da? Alfred. Eigentlich nur Alfred. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich diese Räume hier in zwei Variationen gezeichnet habe, weil ich es ja alles offline gemacht habe. Ich glaube, um die Raumgeometrie zu erhalten, habe ich die entsprechenden Stellen, die ich in der zweiten Version anders zeichnen wollte, digital wegradiert, das dann wieder ausgedruckt, die neuen Linien nachgezeichnet
Und das dann wieder eingescannt. Anders kann es nicht gewesen sein. Und ich glaube, das hier ist die zweite Version, weil sonst wären die Linien nicht so verkürzt. Ja. Ja, Bodonisa, ich höre dich schreiben. Hi, schönen guten Abend. Ja, ich kann eigentlich nur Alfred. Und den Specht. Hedna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Okay. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Ja, dann Hedna. Ja, bitte? Ja, bitte? Lass das, okay? Okay. Aha. Komm mit, Harvey. Ah, dann kannst du reingehen. Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Hey! Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mattis zu finden. Ich suche im Obergeschoss, du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna? Ja, Harvey? Was ist, wenn Mattis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mattis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Speichern. Da oben links. Edna sagt, ich soll hier unten suchen. Ja, du bleibst auch unten. Wir haben den. Ich. Wir haben die Mäntel. Kann ich auch nicht ziehen. Haustür. Ja, ihr seid jetzt so weit gekommen im Spiel. Darum seid ihr auch dem Lüften des Geheimnisses um Edna sehr nah auf der Spur. Und jeder, der denkt, dass Ednas Geschichte etwas mit dem Verschwinden dieses Elchkopfes oben links zu tun hat, der irrt. Schade. Tatsächlich finde ich, dass hier dieser Switch zu Harvey einer der wirklich stärksten Augenblicke im Spiel ist, weil Harvey halt das erste Mal tatsächlich sich besorgt zeigt um Edna. Wir treffen ihn hier an und er gesteht uns etwas ein, was er Edna gegenüber halt nie sagen würde. Und das lässt uns Harvey noch mal mehr ans Herz wachsen. Ich hoffe also, bei mir es klappt. Hallo Matt, einen wunderschönen guten Abend. Okay, hier ist er auch nicht. Das kann ich auch nicht rausziehen, das kann ich auch nicht rausziehen. Dieser Screen kursiert in einer gefälschten Version übrigens durch das Internet. Und zwar haben irgendwelche findigen Forumsgänger einfach dreist behauptet, dass sie den Leopardenmodus gefunden haben, den geheimen Leopardenmodus, den Edna ja bekannterweise hat, auch übrigens diese Special Edition, übrigens noch mit ein paar weiteren Sicherheitsmechanismen. Deswegen gibt es halt auch diesen gefälschten Screenshot von einem Harvey-Leoparden mit einem Leoparden-Interface, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich erzähle euch jetzt mal, wie man tatsächlich in den Leoparden-Modus kommt, weil so nach ein paar Jahren, mit ein paar Jahren Abstand, würde es sich, glaube ich, wirklich lohnen, dass man dieses Geheimnis mal, Moment mal, kurz, ich muss ans Handy offenbar. Hallo? Hallo? Oh, ist wichtig. Ich muss mal gerade. Tschüss.
Poki ist gut. Okay, da ist er auch nicht. Und da? Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mattis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mattis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Willst du wirklich zur Kellertür runter? Erstmal die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute wieder viele Kinder vor den Rechnern sitzen, was möglicherweise dadurch seine Berechtigung findet, dass dieses Spiel eine USK von 0, zumindest in der originalen Version, bekommen hat. Ich hoffe, ich konnte das mit einigen Entwicklerkommentaren wieder ausgleichen. Ficken! Entschuldigung, ich hatte was im Hals. Aber tatsächlich war ich selbst ganz und gar nicht damit einverstanden, dass das Spiel halt so eine niedrige Wertung bekommen hat und deswegen ja auch häufig in den Kinderspielregalen gelandet ist. Eine der kommenden Szenen wird euch halt das nochmal in aller Deutlichkeit vor Augen führen. Ja, es gibt möglicherweise noch andere Gründe, warum ich im Folgespiel, im Nachfolge Harveys neue Augen vielleicht ein wenig expliziter geworden wird, aber nicht viele. Also ich muss ja sagen, ich bin ja froh, dass mein Stream nicht USK 0 ist, sondern 18. Das war ernst gemeint. So. WTF? Was macht denn der da? Mit deinen Tentakeln? Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher! Mattis verheizt Kinder im Ofen. Ja. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Na, geht da es ist dir die nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Ja, das weiß ich auch nicht. Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Ah. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mattis. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Okay. Irgendwie ist das klar, wo ich jetzt hingehe. Und das ist wieder Mattis, oder was? Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattis. Und den Leibhaftigen. Sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ihr erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig.
Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Okay. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Netter zu Alfred? Ha! Dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Okay. Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Na warte! Ja. Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Verstaunst du was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred. Bitte. Hilf mir, Edna. Er tut mir weh. Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn. Was? Schubs ihn einfach. Schubs ihn die Treppe runter. Okay. Sprachlos. Oh nein. Ich kann nicht jetzt speichern. Erinnere ich mich an alles. Okay, letzten Speicherpunkt. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Okay. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität! All dein Spaß! Sieh doch! Er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Mist. Kann man das jetzt speichern? Ja. Perfekt. Shit.
Was würde ich jetzt normalerweise tun? Was hat der bloß gegen eine kleine Psychose? Also was würde ich normalerweise tun? Ich bin Entner. Klare Sache, oder? Immer schön speichern, genau. Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasen im Ozean fand. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Oh, okay. Wen haben wir noch? Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Moti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem zweiten Arbeitstag wurde er bei einem Überfall erschossen. Nase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihm durch. Oh, schön. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Okay. Ende. Aber. Edna bricht das. Es ist noch nicht das Ende für heute. Alles hat ein Ende, nur Edna hat 2. Und genau das andere Ende möchte ich mir jetzt auch noch angucken. Wollen wir den Mond anzünden? Ich werde bloß das hier abwarten müssen. Und an die bei YouTube, die das andere Ende nicht sehen möchten, guckt einfach weg. Bisher, also mit dem Ende, zwischendurch unerwartete Sachen, sehr lustig, auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, das waren so unerwartete Sachen, diese Stimmungsänderungen und so. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mein Poki hat zwischendurch auch schöne Sachen erzählt. Ich meine, zwischendurch hat er Sachen erzählt, die keinen interessieren. Aber zwischendurch hat er sehr interessante Sachen erzählt. Also zwischendurch hat er auch sehr interessante Sachen erzählt, die ich mir auch sonst nicht erklären könnte. Und er hat schön gesungen, ja. Aber das kennen wir aus Deponia auch schon, dass er gut singen konnte, dass er lustig singen konnte. Und wie gesagt, gleich nochmal das andere Ende. Den Abspann haben wir ja jetzt schon, den bräuchte ich gleich nochmal mit reintun. Außer, ich weiß nicht, ob sich an den Texten was ändert. Ich denke mindestens bei Edna. Schade ist jetzt, dass man den Abspann nicht weglegen kann, weil sonst würde ich... Wie geht denn der Leopardenmodus? So. Wir wollen laden. Hä? Ich hab doch... Hab ich da nicht...
habe doch gespeichert gehabt. Ihr habt gesehen, dass ich gespeichert habe, oder? Ich habe hier da oben gespeichert. wenn ich spielen klicke, macht er dann die letzte Speicherung? Na toll. Laden? Doch, da hat er's gespeichert. Komisch. Ja, will ich. So. Jetzt machen wir das ohne Poki. Wir müssen jetzt nur einmal Güste durch die Räume. Alt F4. Ja, genau. Ah! Edna, Edna, Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mattis! Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mattis ist doch der Mörder. Komm mit. Warte. Ist gut. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Warte. Stimmt. Oh, den habe ich voll über... Das sah so friedhofmäßig aus. Genau, den wollte ich haben. Aber eben in dem Hauptbildschirm stand das nicht, ne? Es war sehr komisch. Dann hören wir doch jetzt auf. Also, nochmal für YouTube. Zweites Ende. Wer es nicht sehen will, guckt nicht hin. Lasst trotzdem weiterlaufen. Haltet euch die Augen, Ohren und Augen zu. Und jetzt kommt, ich höre auf Dr. Marcel. Oh, ungern. Aua, Harvey. Oh, mein Harvey. Kommt jetzt. Edna ging zurück in die Anstalt und bekam eine Charakterkorrektur. Ihr neuer Name ist Alfredine. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Abwaschen und Akten sortieren. Dr. Marcel gab seine Karriere auf, kaufte sich ein Hausboot und holte auf seine alten Tage noch olympisches Gold im Profiangeln. Moti ging nicht zurück in die Anstalt, er begann eine Karriere als Bankräuber. Nachdem er einen Bankangestellten erschoss, stellte er sich den Behörden. Alu wurde schließlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Lichtwesen, das habe ich mir gedacht. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Oh. Also ganz ehrlich, das erste Ende gefällt mir besser. Viel besser. Abwaschen und Akten sortieren. Was ist denn das für ein Leben? Dann lieber Mord begangen haben. Das fand ich auch gut. Also, es lohnt sich, beide Enden anzugucken, alleine wegen dem Abspann. Ja, um halt zu gucken, was aus wem wurde. Aber, Wollen wir den Mond anzünden? Glaube. Nee. Edna zurück in die Anstalt. Das ist ein Adventure.
Alfredine? Ne, nein. Nein, wie im Leben. Also, wirklich, das erste Ende ist um einiges besser. Von meiner Seite aus. Ich meine, wer drauf steht, abwaschen und Akten sortieren, dem kann ich das zweite Ende nur empfehlen. Aber die Leute, die darauf stehen, gucken normalerweise auch nicht meine YouTube-Sendung folgen. Oder spielen so ein Spiel. Weiß ich nicht. Ich finde den Abspann gut, alleine mit der Musik nochmal. Ich hoffe, ihr habt genug Spaß dabei gehabt. Ich habe für die nächsten Montage mir schon ein bisschen was vorgenommen. Als erstes kommt natürlich Harveys neue Augen. Danach habe ich noch ein Spiel von Eugene bekommen, was ich unbedingt spielen will. Das wird nach Harveys neue Augen, sehr wahrscheinlich direkt nach Harveys neue Augen gemacht. Ja, und dann werde ich gucken, was ich mir da so als nächstes nehme. Genau, was machen wir jetzt? Uns auf den Donnerstag und Freitag freuen. Donnerstag ist diesmal einmal kein Die Hardcore. Aber ihr könnt euch trotzdem auf den Stream freuen. Auch wieder mit Mukiana zusammen. Mindestens mit Mukiana zusammen. Was genau? Schaltet rein. Lasst euch überraschen. Weil ich lasse mich auch noch überraschen. Weil hundertprozentig sicher sind wir uns da noch nicht. Dann erstmal tschüss YouTube.